Das dürfte so passen. Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, liebe Landsleute, es ist nicht zu leugnen, dass wir in Zeiten wachsender Entfremdung leben. Laut MV-Monitor 2017 gaben 62% der Bürger an, dass sich der Zusammenhalt in der Gesellschaft verschlechtert hat. Ein in jüngster Zeit beispielloser Abfall von 17 Prozentpunkten. Diese Erosion des Zusammengehörigkeitsgefühls bedroht das Vertrauen in Behörden und deren Mitarbeiter. Sie sind es, die die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates direkt am Menschen beweisen müssen. Wie eine Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage in meiner Fraktion zu entnehmen ist, nahm die Gewalt gegen die Repräsentanten des Staates in den letzten Jahren zu. Die erfassten Fälle von verbalen und tätlichen Angriffen gegenüber Polizisten und Rettungskräften als auch gegenüber Zoll, JVA und Vollstreckungsbeamten erreichten im Jahre 2016 Höchstwerte in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Zahlen habe ich entnommen einer Landtagsdrucksache 7 aus 431, Seite 2 fortfolgende. Meine Fraktion hat im vergangenen Jahr verschiedene Ausländerbehörden besucht. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie im Zuge der Migrationskrise neue Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten. Auch das Innenministerium hat dies bestätigt. Mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, zitiere ich. Im Landesamt für Innere Verwaltung wurden verschiedene Schutzmaßnahmen ergriffen. Einsatz von Wachpersonal, Infoveranstaltung mit der Polizei für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Erstaufnahme über die Bürogestaltung, Umbau von Büros nach Empfehlung der Polizei, Planung von Umbaumaßnahmen, der Sprechzimmer etc. Zitat Ende. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese und andere Maßnahmen, die auch in weiteren Behörden umgesetzt wurden, effektiv den Schutz der Mitarbeiter verbessert haben. Der uns heute vorliegende Antrag will genau hierfür sensibilisieren. Das ist schon deshalb richtig, weil die Landesregierung sich nicht in der Lage sah, entsprechende Daten umfassend zu erheben. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund des knapp von mir skizzierten Vertrauensverlustes in der Gesellschaft sind es häufig Mitarbeiter von staatlichen Behörden, die in prekäre Sicherheitslagen gebracht werden. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. Ihr Schutz muss Priorität haben, damit der Staat als Hüter unseres Sozial- und Ordnungswesens funktionieren kann. Mut zur Wahrheit heißt also die Direktive dieses Antrages, der den Geist der AfD atmet. Meine Fraktion wird diesem Ansinnen selbstverständlich zustimmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.